Herzlich willkommen zu einem neuen Stream, Schrägstrich Let's Play, der Eastside Hockey Manager, mittlerweile Folge Nummer 4. Da sind wir. Wir sind mit den Chicago Blackhawks in der Vorbereitung zur NHL-Saison 2017-2018. Wir haben den 19. April um kurz vor 10. Gestern habe ich nichts gespielt, da war ich total platt. Heute bin ich auch platt, aber ein bisschen was geht schon. Ich denke mal so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vielleicht jetzt den Hockey Manager und dann noch ein bisschen Half-Life. Würde mich freuen, wenn ihr da auch dabei seid. Ohne Facecam heute wieder, denn dieses Drecksteil will nicht laufen oder beziehungsweise es versagt heute den Dienst. Vorgestern hat es noch funktioniert, ist irgendwie nicht so das optimale Gerät, eine billige Webcam, sollte irgendwann mal in besseres Equipment investieren und auch mein Mikro taugt mir auch nicht, aber ich denke, ein bisschen geht es noch, ein bisschen tut es das noch und dann werden wir wohl, wenn es irgendwann spätestens im Sommer da was Neues holen müssen, wobei so schlecht sieht es gar nicht aus, seht ihr es leider nicht, da keine Webcam, also das Mikro, aber bisher lief es ganz gut, aber es rauscht halt ohne Ende. Wo sind wir mit den Hawks? Wir sind in der Vorbereitung und haben unser erstes Vorbereitungsspiel am 16. September. Sind jetzt aktuell am 12. September. Gibt uns die Möglichkeit, nochmal auf den Rooster zu schauen, also die Aufstellungen. Ich werde jetzt den 7. Verteidiger rausnehmen. Ich werde dafür Ryan Hartman aber reinnehmen. Das heißt, Rosewall wird erstmal draußen sein, Hartman wird reinkommen. Das würde dann jetzt folgende Aufstellung bedeuten. Im Tor natürlich Crawford, Keith Seabrook, Forsling, Rutter, Murphy, Franzson. Im Sturm Saad, Tövs, Kane, Schmalz, Antti, Simov, Sharp, Panik, Kiro, Callahan, Boomer, Knott und Hartman. Wir haben im Moment einen Verletzten. Franz Nilsson. Wäre zu haben, da die Red Wings ihren Salary Cup reduzieren müssen. Franz Nielsen, Däne. 5,25 Millionen würde er kosten. Spielte ein Jahr in Detroit, davor bei den New York Islanders auch schon eher. 685 NHL-Spiele, 390 Punkte, also eigentlich sehr ordentliche Zahlen. Wobei wir den nicht kaufen werden. Die Nashville Predators sind da im Gespräch. Die Vegas Golden Knights. Die Dallas Stars. Und die Anaheim Ducks. Da wird über einen Trade gesprochen. Hier sehen wir es, Corey Trapp für Brad Ritchie. Beschäftigt uns jetzt alles nicht so wirklich. Ich bin gespannt, wie wir uns im ersten Vorbereitungsspiel behaupten können. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Wie gesagt, ich habe den Eastside Hockey Manager selbst nur mal angezockt und ich glaube, ich bin noch nie bis zu einem Spiel gekommen. Ich habe den ja schon relativ lang auf der Platte, aber hat sich irgendwie nie ergeben. Jetzt soll das natürlich anders sein. In der Schweiz wird gespielt.
Mal schauen, wer unser erster Gegner ist, habe ich jetzt schon wieder vergessen. Und dann können wir mal schauen, was es zu unserem ersten Gegner zu sagen gibt. Was mir dazu einfällt. In 3 Tagen müsste es ja sein. 16. hatte ich, glaube ich, gesagt. Da sind wir auch schon am 13. Also das erste Gegner sind die Philadelphia Flyers. Und da haben wir auch schon den Trade, die New Jersey Devils haben Franz Nielsen verpflichtet. Dafür haben sie die Rechte an Fabian Zetterlund und einen Viert- und einen Fünftrunden-Pick abgegeben. Ich schaue so lange mal in der Zwischenzeit, was es über die Flyers dann Wichtiges gibt. Wir sollten die ersten Spiele cutten. Das will ich aber eigentlich gar nicht, denn es gab ein 2:2 bei unserem zweiten Spiel. Wir haben ja auch keine Gastspieler ins Trainingslager eingeladen. Ich kann mal kurz schauen. So. Coaching geben wir, ja. Practice. Also wir vergeben jetzt mal die Trainingsmöglichkeiten. Also das Training wird von unserem Head Coach gemacht. Jawohl, das probieren wir jetzt mal so. Also noch 3 Tage sind es, ehe es gegen die Flyers geht. Die Philadelphia Flyers, ich schaue jetzt gerade mal nach auf Wikipedia, gibt es ja seit 1967. Sie spielen im Wells Fargo Center und haben den Stanley Cup 2-mal gewonnen. Das war 1974 und 1975. Das waren, glaube ich, die Broad Street Bullies damals, also eine ziemlich harte Mannschaft. Seitdem ist nicht mehr viel passiert. Was gibt es da sonst noch zu sagen? Bobby Clark sehe ich hier gerade, hatte die Bill Masterton Memorial Trophy 1972 verliehen bekommen, da er trotz Diabetes den Sprung in die NHL schaffte. Ja, da bin ich ja auch damit gebrandmarkt, nennen wir es mal so. Immerhin steht mir also quasi eine NHL-Karriere offen. ja. Dann der Trade zwischen Anaheim und Dallas, haben wir schon gesprochen. Die Conn Smythe Trophy, wertvollster Spieler in den Playoffs, war bei den Stanley Cup Gewinnen Torhüter Bernie Parent. 1976 Reggie Leach. 1987 dann Ron Hextall, auch wieder ein Torhüter. Die Frank Yocelfi Trophy, der beste defensive Angreifer. Das waren auch 83 Bobby Clark und 87 Dave Poulin. Die Hartman Memorial Trophy, das heißt der MVP der NHL, das war dreimal Bobby Clark und einmal 1995 Eric Lindros damals.
sozusagen. John Leclerc hat die Plus-Minus Award gewonnen. Vezina Trophy, der Torhüter. Pelle Lindberg, ja genau, Pelle Lindberg, das war ein schwedischer Torhüter, der in den 80er Jahren in der NHL gespielt hat, allerdings bei einem Autounfall tödlich verunglückt ist. Ja, damit endete dann eine große Karriere viel zu früh. Das Rookie-Team, da war Lindberg eben 1983, Eriksson 84, Hextall 87, Eric Lindros 93, Renberg, Michael Renberg 94, Chris Terrier 95, Janne Minima 97, Brian Boucher 2000, Simon Gagné 2000, Janne Pitkanen 2004 und Shane Gottesby hier 2016. Franchise-Rekorde haben wir auch, die meisten Spiele Bobby Clark. Mit 1144 Spielen in 15 Spielzeiten. Die meisten aufeinanderfolgenden Spiele hatte Rod Brind'Amour mit 484. Meisten Tore Bill Barber 420. Meiste Vorlagen wieder Bobby Clark 852. Meiste Punkte Bobby Clark 1210. Die meisten Strafminuten Rick Tocchet 1817. Die meisten Shootouts Benny Parent mit 50. Die Trainer der letzten Jahre, auch nicht mit viel Glück gesegnet. Roger Nelson, an den kann ich mich noch erinnern, ja, der ist damals auch schon verstorben. Wayne Cashman. Ja, wo sind wir denn hier mittlerweile? Ah, wir sind schon am 16. Also, jetzt steigt dann also das erste Vorbereitungsspiel. Auch die Edmonton Oilers müssen ein bisschen ihren Kader reduzieren. Thompson on the move. Ich will mal gerade auf unsere Finanzen schauen. Ja, halt. So, wir haben also 75 Salary Cap. Sind damit drüber, aber oder sehe ich das richtig mit 81? Warten wir mal ab, ob er noch was tut. Ob wir da noch eine Ansage bekommen. Also eigentlich müssten wir dann den Kader um 6 Millionen oder die Gehaltskosten um 6 Millionen reduzieren. Das erscheint mir eher sehr schwierig zu sein. Also, hier nochmal die Übersicht. Die heutigen Freundschaftsspiele. Die Flyers also gegen die Blackhawks. Preview, wir sehen also. Starplayer ist Claude Giroux gegen Patrick Kane. Offensive 5 Sterne, Defensive 5 Sterne, Goaltending 4 Sterne. Skating 4 Sterne bei der Side Strength, also Größe, Stärke sind wir etwas besser. Puck Handling wieder gleich. Scoring. Okay, Sense. Leadership gleich. Face-offs gleich. Ja, sehr ausgeglichen. Sehr ausgeglichen.
Ja, hier sehen wir es. Wir sehen also, wir müssen auf 75 Millionen kommen. Hätte ich mich mal vorher etwas damit befassen sollen. Salary Cap 75 Millionen. Papu. Marian Hossa kostet 5,257 Millionen. Der wird doch eigentlich nie mehr spielen. Den jetzt entlassen würde. Okay, das probieren wir jetzt mal. Kann ich das weiterspielen? Ja, ich kann jetzt aber keine großartigen Entlassungen vornehmen. Kackbratzen hier. Was wollen die jetzt, oder? Hossa haben wir da auf die Waiver-Liste gesetzt. Setzen wir mal zu nach Rockford. Wie stehen wir jetzt finanziell da? Geht das jetzt? Immer noch nicht. Den Ryan Keller hin, das ist doch der, den wir vorher verpflichtet haben, oder? Mit Tampa Bay Lightnings, aha. Es war natürlich sehr geschickt, diesen Spieler zu verpflichten. Blöd. Was kann ich jetzt hier tun? Jetzt warte mal. Nein, das will ich doch nicht. Rooster. Actions. Booster und All Lines. Hilft mir jetzt aber auch nichts. Da kriege ich Placke von.
okay. Also, jetzt könnten wir weitergehen. Jetzt schauen wir uns mal unsere Finanzen an. Wo sind unsere Finanzen? Also, wir haben es jetzt wohl reduziert auf 74,5, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Also, das wäre jetzt die Aufstellung. Wir werden Panik zwar wahrscheinlich verlieren. Das sieht man jetzt nicht. Ich muss den Salary Cap reduzieren. So, wie sieht das jetzt hier aus? Also, was haben wir hier? Boxscore, Gamefuse, Shoot. Chart, Play-by-Play, Rating, dann ist das. Rating aus Boxscore, Tactical View, was gibt's hier noch? Game View. Drop the Puck. Also, da laufen sie ein, die Spielerchen. Unsere Helden in Weiß. Musik gibt es da anscheinend keine. Saad Tooth Kane, Keith Seabrook und ah, jetzt. Alles über. Scheibenverlust davon, wer war das? Habe ich nicht gesehen. Der Linewechsel erfolgt ebenfalls selbstständig. Power. Ah, jetzt sehe ich auch, dass ich die Noten werde. Okay. Die Eis zurück, also wir sind die Roten. Jetzt startet die Nikola. Schöne Chance jetzt da für unsere Nummer 20. Brandon Saad war es. Der war nicht reingebracht. Noch ein 37 Powerplay. Und da ist es, 1:0, unsere Nummer 20, Brandon Saad mit dem Tor. Gut, auf die Boxscore gehen, hier sehen wir es also. Brandon Saad, davor bei Patrick Kane und Duncan Keith, das 1:0. Schön. Im Powerplay. Und jetzt gut die Chance, aber auch jetzt für die Flag. Es kommt unsere zweite Sturmreihe, unsere dritte Abwehrreihe. Ganz schön brutal. Schmalz kann ich nicht mehr verteidigen. Scheibe ist raus. Beim Bulli. Seabrook. Keys. Pöls. Auf Saad wieder. Und Scheibe ist raus. Okay. Ja.
Amuli Toast gegen Letterer. Vorziehen. Kann sich durchsetzen. Forstling wieder auf Kane. Oh. Und das ist Murphy. Oh, so ist es. Callahan war es, der es da versucht hat. Abseits. Strafe jetzt gegen Chicago. Wie geht's hier raus? Was ist hier immer? Ah, das verleiht sich. Patrick Kane, also Elbow. 2 Minuten ist er raus. Der Rückkehr jetzt also im Powerplay mit Thierry Simmons Voracek. Und schau jetzt erstmal raus. Provorov und Gostis Piher. Das ist der, wo wir vorher gesagt haben, der wo Rookie das im Auslandteam war. Und die Scheibe ist raus. Murphy. Der Befreier, schöner Schuss. Aber ist wieder raus. Und noch 35 Sekunden Powerplay. Der Brücke muss ich neu sammeln. Los, ist so, reicht das Tor. 1:1. Da konnte Murphy nicht mehr eingreifen. Konechny war es auf der Bettkiste hier und Ruh. Weiter geht's. Vor 25 in der ersten Position. So, auf Aktivieren. Okay, wir können uns hier Extended Highlights ansehen. Also nur die Extended Highlights eben. Die Blackhawks mit guten Möglichkeiten. Und nächste Strafzeit, Letterer. Holding 2 Strafminuten, das heißt wieder Powerplay für Chicago. 31 noch zu spielen im ersten Drittel. Wieder. Gut gehalten. Noch 1:21 drauf. Gut. Forstling und Ritter. Wieder gehalten. 24 Sekunden noch Powerplay. Und das war's dann. Das erste Drittel ist Geschichte. Steht 1:1. Bei den Ratings her sehen wir bei den Blackhawks. Drei Spieler mit 108 von dem Wart und bei den Keys. Der Rest mit einer 7. Bei Philadelphia haben wir Reed mit einer 8. Connection mit einer 8. Dann ein Großteil auch mit einer 7. Nur ein Spieler mit einer Note 6. Letterer. So, weiter geht's. Auf
Vierte Drittel läuft. Foul, Vorderzeug, Glossel, muss wieder raus. Er hatte doch schon eine Strafzeit, oder? Weiß ich nicht. Nein, Vorderzeug auch nicht. Lecker raus und Philippe. Also jetzt wieder für die Hawks. Thibaut King. Und die nächste Strafe gegen Philadelphia Heck. Cross-Check. Und Tor, Siegburg, weiter Tor. Und Siegburg. Schauen wir uns nochmal an. Siegburg erfordert Saab und Jonathan Toews auf 2:1 für die Leckers. Jetzt sieht Seabrook 2 Strafminuten, Delaying the Game, also Spielverzögerung. Hat den Puck aus der den Spielfeld rausgeschossen. Toews gegen Giroux. So. Gut gehalten von Crawford. Huma und Kane. Mit Forschung und Peace. Und der Gostispiel, wie auch immer, hat das Tor gemacht. Das 2:2. Es gibt für Murphy eine Strafzeit. Okay. Wir können mal kurz nochmal auf die Boxscore schauen. Das erste Spiel hier hat der Simmons und der Schiri. Das war gut gehalten wieder. Und 58 Sekunden Powerplay. Scheibe ist raus. Gleich 10. 2 Minuten 10 jetzt noch zu spielen. Wir haben einen Zuschauer, der sich gerade willkommen. Und Tor! Saab wieder! Erfordert Murphy und Vogel. Brandon Saab. Für ihn jetzt das zweite Tor heute noch am dritten. Ja, am anderen Tor war er beteiligt. Sehr stark. Und Startzeit. Toews muss raus. Hooking. 1:22. Und 2:50. Hier im United Center. Damit auch das dritte Drittel beendet. Wir schauen wieder auf die Ratings. Wir sehen also mittlerweile Forsling mit einer 9, Saab mit einer 10, Callahan mit der 8. Murphy und Seabrook mit der 8, einzig Branson mit der 6 fällt da ein bisschen raus. Bei den Flyern wird schon mehrere Spieler die mit der 6. Noch 38 Sekunden Powerplay. Okay.
Gute Chance auf beiden Seiten. Tor! Robert Schmalzel kies das 4:2 für die Hawks. Aber Giri mit dem Anschlusstreffer 4:3. 6 Minuten noch zu spielen. 2 Minuten noch zu spielen. Können die Flyers den Torhüter runternehmen? Und brauchen sie auch die Möglichkeit dazu. Ah, da hat er ihn. Jetzt 1:20 noch und jetzt ist der Torwart drunten. Empty Net und Philadelphia bleiben. Chicago hat die Möglichkeit, das Spiel zu entscheiden. Nehmen den Puck nicht in der Kontrolle erstmal. Jetzt. Nein, wieder nicht. Murphy. Und jetzt. Ja, er macht's wieder nicht. Yeah. Unser erster Sieg als Trainer der Chicago Blackhawks. Wir gewinnen 4:3. Gegen die Philadelphia Flyers. Kommen wir mal kurz auf die Top-Score. 3:4 Tore, 30:22 Schüsse. Philadelphia hat also 30 Mal geschossen, hier nur 22 Mal. 8:8 Strafminuten. Das war schon mal ganz gut. Die anderen Spiele interessieren uns jetzt nicht so. Also, geht doch, 4:3 Sieg. Jetzt möchte ich nur schauen, was ich jetzt mit unserer Kaderreduzierung oder unserer Gehaltsreduzierung tut. 12.588 Zuschauer waren es übrigens im United Center in Chicago. Ja, Philadelphia, was fällt mir dazu noch ein? Ja, natürlich, klar, Lindros. Racky, na Lindros, wer war das damals, diese drei Stürmer? Renberg und Mark Racky, kann das sein? Ja doch, die müssen es gewesen sein in den 90ern, sehr stark. Bisher muss ich sagen, macht mir das Spiel Spaß. Ist doch was anders wie der Football Manager, das ist vollkommen richtig, aber es macht Spaß und ich denke, da werden wir uns in der Regular Season sicherlich harte Fights und Kämpfe liefern. Es ist halt komplett anders, wie gesagt, es ist ein bisschen, erinnert mich ein bisschen an die alten Football Manager Serien. Oder an die alten Football-Manager-Teile. Denn so ganz up-to-date ist nicht. Wenn man sich jetzt vorstellt, das Ganze in der schönen Grafik, wie es beim Football-Manager 2019 aufbereitet ist, das wäre schon toll. Haben wir jetzt auch schon wieder im Stream. So, dann. Einige Mannschaften, die ihren Cup reduzieren müssen. Hier piept meine Pumpe. Okay. Müssen jetzt mal auf den Rooster schauen.
Wir sind jetzt, meine ich, bei 74,5. Wenn es der Total Player Salaries wäre, mit 81, wäre das natürlich schon blöd. Schauen wir uns mal den Team Report an. Das nächste Spiel wäre am 21. Ich simuliere jetzt mal noch weiter. Gegen San Jose, die Sharks. Philadelphia, was fällt mir noch ein? Ja, die mochte ich eigentlich ganz gern in den 90ern. Waren immer recht harte Kämpfe, wenn die gespielt haben. Ich finde es übrigens interessant, die Diskussionen gerade über Washingtons Ovechkins Faustkampf gegen den Spieler von, ich glaube, Ottawa war es. Wenn ich das richtig interpretiert habe, dann kreidet man immer diesen Faustkampf an, wo der Gegenspieler K.O. gegangen ist. Ich habe aber gelesen, dass der Gegenspieler Ovechkin quasi zum Kampf aufgefordert hat, dann hat einen auf die Mummel bekommen hat und dann blöd gefallen ist. Also da ihm jetzt einen Vorwurf zu machen, ist in meinen Augen nicht richtig, wenn es so war. Ich habe auch schon gehört oder gelesen, dass es wohl doch anders war oder angeblich doch anders war, dass der andere den Faustkampf gar nicht wollte. Aber gut, wenn ich die Handschuhe fallen lasse und eine auf die Mummel bekomme, dann muss ich halt damit rechnen, dass es vielleicht nicht gut ausgeht. Also, dass ich K.O. gehen sollte. Also insofern würde ich das jetzt nicht überbewerten. So, die DL2 Rissersee, mein Verein. Ah ja, im Forum gibt es ja auch eine heiße Diskussion, habe ich ja auch gesehen, über die zweite Liga. Also der EV Landshut. EVL ist natürlich eigentlich der EV Landsberg, Freunde, muss ich sagen. Das war nicht ganz so erfolgreich. Ich muss auch mal wieder nach Rissersee fahren. Die habe ich so gern angesehen früher auch. Jetzt schon ewig nicht mehr. Und finanziell ist natürlich auch immer die Frage, wenn ein Verein aufsteigt, kann er sich's leisten? So, acht Nachrichten. Hossa Clears Waivers, den lassen wir aber jetzt trotzdem erstmal im Farmteam. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Blackhawks Panic. He can now be assigned to a minor league team without clearing waivers on his inventory. Going to the pros, oppressed tank damage, box. Unsere Top-Verdiener sind natürlich Kane und Toews mit jeweils 10,5 Millionen. Und auch Seabrook mit 6,8, Crawford 6. Ich lasse es jetzt mal so laufen. Wo sind wir jetzt? Am 18. Wir spielen am 21. Das heißt, wir können noch 2 Tage simulieren.
Der Celery Cup, ist er gut, ist er schlecht? Ich finde ihn eigentlich grundsätzlich gut. Ist zwar schwierig jetzt, wenn man sich das gerade ansieht, hier noch die nötigen Cuts zu machen, also um einfach die Mannschaft an die bestimmte Grenze zu bringen. Andererseits ist natürlich dem auch ein Riegel vorgeschoben, dass es Spieler gibt, die unendlich viel Kohle verdienen und das Ganze auch immer weiter steigt, was in der deutschen Bundesliga ja der Fall ist. Können mal kurz schauen. Das haben wir uns aber schon angesehen. Teams Players. Jetzt gibt es natürlich jetzt noch wenig. Verletzungsliste. Pittsburgh, ja, der letzte Champion. 91, 92 war das, wo Chicago gegen Pittsburgh verloren hat. Ha, da gibt es sogar einen Kinofilm darüber mit Jean-Claude Van Damme, wo quasi sich im Hintergrund dieses Spieles handelt oder wo während des Spieles quasi im Stadion eine Bombendrohung eingeht. Kann ich mich auch noch erinnern. Colorado 95, 96. Uwe Krupp war es damals. Mit dem entscheidenden Treffer habe ich auch live gesehen. So, 19. Ein Tag noch. Dann kommen wir zu Gordon Freeman. Und dann haben wir auch fast die Stunde hier schon wieder rum. Knapp 50 Minuten sind es jetzt schon. Ist halt jetzt die Zeit dazwischen immer. Da hätten wir jetzt schon wieder zwei, drei Spiele machen können. Also die Vorbereitung ist schon recht langatmig. Warum wir auch zweimal gegen die Blues spielen zu Beginn der Regular Season, versteht auch kein Mensch. San Jose, dann Colorado, Dallas, Nashville und dann zweimal die St. Louis Blues zum Start der Regular Season. Der 19. September 2017. Und wisst ihr noch, was ihr da gemacht habt? Ich nicht. So. Eine Nachricht. Panthers und die Minnesota Wild, also Florida Panthers und Minnesota tauschen. Ja, und dann möchte ich mich jetzt auch schon wieder von euch verabschieden. Mein Zuschauer ist auch weg, schade. Es hat Spaß gemacht. Und ja, ich werde, denke ich, wenn alles nach Plan läuft, was ist denn heute? Freitag, Karfreitag, Samstag, Sonntag. Sonntag oder Montag gibt es den nächsten Teil dann. Diesen hier lade ich jetzt auf YouTube hoch. Ich bedanke mich für euer Interesse. Passt auf euch auf, bleibt eurer Linie treu. Bis bald, ciao.